Also hier zeigen wir speziell auf Basis dieses 1:8 Modells, was wir aus dem Audi Autonomous Driving Cup kennen, dem Studentenwettbewerb, der schon zweimal stattgefunden hat, die Zukunftsfunktionen, die wir im Vorentwicklungsstatus hier präsentieren wollen und das Ganze recht anschaulich mit den 1:8 Modellen tun können. Also der erste Showcase ist eine Online-Verkehrszeichenerkennung. Dabei erkennt das Fahrzeug Verkehrszeichen in Echtzeit und meldet diese just in time in eine Cloud. Also das ist im Prinzip ein Speicher, der diese Daten verwaltet und anderen Verkehrsteilnehmern in Echtzeit wieder zur Verfügung stellt. Das ist genau das Neue. Die Fahrzeugführer sind in Echtzeit informiert, welche neuen Verkehrszeichen es irgendwo gibt. Der zweite Showcase ist eine Online-Gefahrenwarnung. Dort geht es darum, Gefahrensituationen, die auftreten, auch in Echtzeit wieder in die Karte zu melden. Das können Systeme sein oder Fahrzeuge, die das System an Bord haben und ihre eigenen Defekte in die Cloud melden oder auch von Onboard-Sensorik detektierte Hindernisse, was auch immer, in Echtzeit in die Karte liefern, um somit wieder andere Fahrzeugführer zu warnen, die dann frühzeitig entsprechend die Gefahrenstelle umfahren können oder vielleicht sogar selber eher reagieren können drauf. Der dritte Showcase ist eine Online-Parkplatzinformation. Hier geht es darum, dass ein Fahrzeug durch die Welt fährt und entsprechend leere oder belegte Parkplätze einsammelt und diese Information in Echtzeit wieder in die Cloud liefert. Die Cloud verwaltet diese Information und stellt diese wieder anderen parkplatzsuchenden Fahrzeugführern zur Verfügung. Diese können dann entsprechend der Information schneller einen Parkplatz finden und entsprechend selbst wieder die Information, ich habe diesen Parkplatz belegt, in die Cloud liefern, um somit immer aktuelle Daten zu haben, wo ist ein Parkplatz frei und wo nicht. Also die Kernaussage ist, dass zukünftig Fahrzeuge mit Schwarmintelligenz ausgestattet sein werden. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge in Echtzeit Daten sammeln, diese an die Cloud schicken und wiederum in Echtzeit anderen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stellen. Das kann den Nutzen bringen, zum Beispiel bei der Parkplatzsuche oder bei der Echtzeitwarnung auf Hindernisse, auf Gefahren allgemein.